Toller Anfang, ne? Cheerio, meine lieben Mitfarmer, willkommen zurück zu. Harvest Moon. So, jetzt bin ich gerade verwirrt gewesen. Oh Gott, das ist vielleicht ein Unterschied. Die ganze Zeit habe ich jetzt Mist Survival gespielt. Ich glaube, ich habe es immer noch. Ich habe es zu laut. Moment. So. Ganze Zeit Mist Survival gespielt. Jetzt hier dieses ruhige Farmer-Spiel zu spielen ist seltsam. So. Aber leider muss ich jetzt mal ein bisschen was aufnehmen. Also werden wir das auch tun. So. Ja, muss sagen, dass ich mich in Mist Survival so ein bisschen festgesuchtet habe. Weil das Spiel ist schon geil, ohne Frage. Da bis es zwar Early Access ist, ist es schon echt genial. Und das hat ein einziger Ersteller gemacht, das ist nochmal wow. So, aber genug mit dem Survival. Jetzt spielen wir hier Harvest Moon. Ich muss jetzt mal wieder reinkommen. Die ganzen Folgen, die ihr jetzt vor dieser gesehen habt, waren alle an einem Wochenende aufgenommen. Das heißt, ich bin da durchgespielt, durchgespielt und so. Bitteschön. Ich muss auf die Uhr gucken. Gut. Ach, Mann. So, jetzt noch die beiden Sachen hier. Ein bisschen Wasser für Jesus Blümchen. So. 7 Blümchen kriegen wir noch hin. So, einmal Wasser wiederholen. Und dann laufen wir zurück. Da. Blümchen, Blümchen, du musst wachsen. Oh, entschuldigung. Ihr kennt das ja. Nach einer Woche, nach einer Arbeitswoche, muss man am Samstag erstmal. Oh, müde. Da, 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 da. So, wir haben alles gegossen. Dann. Was sind denn überhaupt die Aufträge? Wir hatten noch, es gibt doch, gab doch sowas wie Aufträge. Moment, so. Büchlein. Requests, so. Männer, die brauchen Wolle. Ja, das sind alles so Tier-Requests, die wir nicht kriegen. Kompost, den kann ich ja auch irgendwie nicht machen. Tulip, ja, ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu spät. Sam möchte ein Crystal. Du möchtest Eier und Milch. Und sie wollte Brot. Ach, guck mal. Ist denn Sally, kann man denn Sally schon finden? Ist sie denn schon unterwegs? Sie ist schon unterwegs, sehr schön. Dann gehen wir doch mal hinter. Da, 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 da. Dann gehen wir doch mal Sally besuchen. Shally, Shally. Oh, falsche Richtung. Vielleicht finden wir auch mal 4 von den Blümchen. Dann können wir sie Dingsdingsen geben. Kühe. Ach, stimmt. Mist, müssen wir auch noch machen. Wir haben doch jetzt Chicken. Chicken. So, guten Morgen, Tiger. Ja. Ist sie nicht hier oben? Doch, die wird doch sogar hier angezeigt, dass die hier ist. Oder ist die hier drinne? Ja, tatsächlich ist sie drinne. Oh, bitteschön. Ah. Wie geht's dir, Adam? Hast du mir das gebracht, was ich wonach ich gefragt habe? Ja, hier ist dein Brot. Dankeschön. Ich bin mir sicher, das bringt die kleinen Leute raus, sich zu verstecken. Ich werde jedem Bescheid sagen, wenn ich einen fange. Also, habt einen schönen Tag. Ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich Dings meint. Die Farmgeister. Da, 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 da. Oh, jetzt ist aber das war gut hier. Oh, wo ich auch derzeit drauf abfahre, ich war einkaufen gewesen. Oh, eine Tulip haben wir, das ist gut. Ich war einkaufen gewesen, jedenfalls gab es da Capri-Sonne im Angebot. Nein.
Und hab mir natürlich dann erstmal so einen 14er Pack geholt, also der im Angebot war. Und schlürf die jetzt weg wie Wasser, ey. Ich weiß, was sollst du denn nicht tun, weil das Zuckerzeug ist oder so. Aber sag ich mir, fass mich in die Füße. Ich hab Bock darauf. Und ich habe auch ein bisschen, so ein bisschen Gedanken gemacht über manche Dinge. Zum Beispiel gibt es ja Leute, die gerne irgendwelche Produkte zu sich nehmen. Und zwar nicht Werbung dafür machen, aber halt dafür bekannt sind. Mir fällt zum Beispiel Turbinator ein, der ja voll auf Lay's Chips abfährt. So. Ich meine, ich kann es nur bestätigen, Lay's Chips sind echt gut und die Qualität ist immer super. Aber ich habe überlegt, was gibt es denn für mich so, was ich denn so öfter... Also es gibt nur eine Sache, die wovon ich eigentlich alles und mögliche konfiszieren, genau. Verzehre und so weiter. Das sind Erdbeeren. Also normale Erdbeeren oder Erdbeereistee oder Erdbeerwasser oder... Oder Erdbeerpudding oder Erdbeereis oder also alles ein Kram halt, ne? So, eine Margarite. Bitteschön. Drulle. Und sie dreht wieder voll ab. Freut mich. Ich habe mich noch nicht wegen dem Kompost schlau gemacht, ne? Muss ich mal zur nächsten Folge machen. Aber was gibt es denn halt... Oh, wir können ihm ja mal kurz die Erdbeeren verkaufen. Was es natürlich gibt, ist immer hier... schöne Events, je nachdem wie hoch die Herbstrate ist, ne? Die kann man sogar im Herbst nochmal anpflanzen. Mushroom. Was bringt mir ein Mushroom? Ein Bambushoot habe ich auch noch eigentlich. Für Rovan! So, dann gucken wir jetzt erstmal nach unserem Hühnchen. Das habe ich ganz vergessen. Nach unserem kleinen Chicken. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass unser Haus erst reparierbar ist, wenn der Erfinder da sein Haus fertig hat. Falsches Ding. Aber wir können erstmal Rova an seinen Bambus-Shoot geben. Fällt er ja voll drauf ab. Hier, Rovan. So, Rovan hat seins bekommen. Dann gehen wir jetzt zum Chicken Coop. Oh, Chicken Coop. Da. So. Hallo. Na, wie geht es dir? Christian, ne? If you close your eyes, your life, make it do you feel. So. Lass es dir schmecken, Große. Dauert eine Zeit lang, bis das ein Hähnchen ist, genau. Bis das ein Hähnchen ist, auch gut. So. Ja, viel können wir jetzt nicht machen. Ein Kristall. Kristall kriegt man eigentlich in der Mine, oder? Würde mir jetzt mal so ganz spontan... Das kapiere ich einfach hier nicht. Make Fertilizer. Genau. Aber geht nicht, weil wir keinen Kompost haben. So. Das heißt ja nicht, das Ding ist nur für Fertilizer da. Put Array, take out. Und da packen wir Kompost rein. Aber wie machen wir Kompost? How do we make Kompost? Das ist eine gute Frage gerade. Wie machen wir Kompost? Ich meine, du machst ja so einen Komposthaufen, ne? Nein. Ich wollte den Stein einer rein donnern. Iron. So, ich gucke mir nochmal das Haus des Empfinders an, wie viele der noch braucht. Von, also als Material. Damit wir ein Haus reparieren können und sonst machen wir uns gleich mal auf in die Mine. We need a crystal. A crystal. We need a crystal. Ach, falsche Richtung bin ich gegangen. Ach, crap. Tada! Wir haben kein Crystal mit, das wir anschmelzen können, ne?
Na, hier brauchen wir alles Sunflower. Crystal. Nee. Da-da. Da, 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 da. So. Dann gehen wir jetzt ab in die Mine. Können jetzt sowieso nichts anderes mehr tun. Und so wie ich sehe, ist der Frühling auch bald vorbei, ne? Der Frühling ist bald vorbei, dann kommen wir endlich in den Sommer. Bin gespannt, was sich im Sommer ändern wird. Ja, ja. Ja, weiter kommen wir ja bisher nicht. Weiter kommen wir ja bisher nicht. Bronze. Stein. Iron. Bronze. Deswegen alleine brauchen wir die Expertenhacke. Nochmal, zack. So. Ein bisschen Gold. Und ich bin mich in Frage, wofür ich das so brauche. Sowas wie Gold und Eisen und so. Komm! Oh, verdammt, Alter. Wie gesagt, die meiste Energie verbrauchen wir echt damit, diesen dämlichen Eingang zu finden. Dum, 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 dum. Ein Agate-Ohr. Agate-Ohr. Glas. Bronze. Yep. Jade. Silber. Komm schon. Ich geh ja schon. Hallo? Danke. Ich wollte sagen, kannst du nach oben gehen, bitte, bevor du da ohnmächtig wirst? So. Und wieder halb am Sterben hier. Gucken wir uns jetzt mal das Haus von dem Erfinder an. So. Ach, hier sind noch Blumen. So. Ein paar Margariten. Ach, stimmt, hier. Hardwood Lumber, ja gut. Da wollen wir erst die bessere Axt. Eine Tulip. Iron und Glas. Das könnten wir eigentlich machen. Iron und Glas. Iron und Glas. Iron, Iron, Iron und Glas. Dreimal Iron, zweimal Glas. So, mein lieber Herr Schmiedelo, ich brauche Materialien. Ich weiß nicht, wie du benutzt, ist ja egal. So, zweimal Glas. So, und dreimal Iron. Eins, zwei, drei. So. Kling, kling. D-d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 -
Sollte es jetzt aber dreimal Glas gewesen sein, zweimal Eisen, haben wir ein Problem. Ich hatte nicht genug Glas, Sachen. Glasgegenstände, um drei herzustellen. Und so ist es zur Not nochmal in die Mine. Nö. Dann wollen wir mal. Häuslein, bau dich. Yeah. Fertig ist das. So. Hier lebte der alte Erfinder. Er ist ein bisschen seltsam, aber wenn er wieder zurückkommt, kann er sogar dein Haus größer machen. Mhm. Das habe ich mir doch erhofft. So, dann sagen wir dir noch Bescheid da unten, ne? Sagen wir dem alten Erfinder noch Bescheid hier, ey, ich habe dein Haus repariert, kannst zurückgehen. Können wir nicht mehr, weil er plötzlich verschwunden ist. Müssen wir am nächsten Tag hingehen. Unser Hausgröße machen, hört sich gut an. Mit der Fischgeldquelle. Hey du. Ach, du bist ja lieb. Guck mal hier. Bitteschön. So, ab ins Bett. So, gute Nacht. Sehr schön. Piep, piep. Ja, das ist Frühling. So. 28. hat nicht heute, soweit ich mich erinnere, mein Gedächtnis mich nicht täuscht, Tabitha heute Geburtstag. Muss mal gucken, wo wir, wann, wenn und wo wir die Hexe finden, ne? Sehr schön. Ah, eine schöne Erdbeerernte hier. Wunderbar. Großartig. So. Da. Gib mir alle Erdbeeren hier. So, das übliche Spiel wie immer. Gießen, gießen, gießen bis zum Erschließen. Zack. So, noch hier ein wenig. Ich hoffe, wir bleiben nach Christian. Und danach gehen wir dann mit dem lieben Erfinder besuchen. Ich möchte gerne wissen, wie viel es kostet, mein Haus zu verbessern. Werden wir uns wahrscheinlich definitiv noch nicht leisten können, aber man kann es ja probieren. Oh. Ernsthaft, ne? Boah, ich habe gerade so einen toten Punkt, ich weiß nicht, ob ihr kennt, so. So, so. Dann hier unten noch, was so schön war. Hier auch noch. So, so. Nein, meine Kies können es alle. So. Jetzt noch Christian gesehen. Oh Gott. Ey, wird das jetzt hier echt. Alter, du nervst. Hau ab. So. Hey Christian. If you close your eyes, your life.
Bing. Ah, wir haben Kompost bekommen. Ja. Und dann eigentlich wollte ich hier Essen draufpacken. So, wir haben zweimal Kompost bekommen. Braucht ihr denn nicht zweimal Kompost nur? Moment. Ne, fünfmal brauchte sie das, okay. Und das kann ich jetzt hier rauf tun für Fertilizer? So, bitteschön. Jetzt habe ich da Kompost hingepackt. Und der vermehrt sich oder was passiert da jetzt mit? Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen mal nach oben. Hahaha, unglaublich. Du kamst zur richtigen Zeit, Adam. Was stehst du da nur so rum, Assistent? Schnell, zum Labor. Nein, Hilfe. Ach, schau dir das an, Adam. Ich nenne das ein Insta-Trash. Insta-Müllmacher. Also das ist ein Mechanismus, der Müll kreiert. Warum denn das? Richtig. Ah, okay. Du schmeißt etwas Müll da rein und er spuckt es wieder aus in einer Art Würfel. So macht es viel einfacher, es aufzuräumen. Na, ich weiß ja nicht wirklich. Und ja, dieser eine, das ist eine einmalige Erfindung. Als Projects the Dream You Had. Das zeigt den Traum, den du letzte Nacht hattest. Hä? Was für Kram redet da? Du willst es ausprobieren, hm? Nun, ich hatte noch keine Zeit, es selbst auszuprobieren, aber... Ich würde schon sehr gerne mich über einen Testlauf freuen. Nun, warte mal, Adam. Zeig mal, was du da in deinen Händen hast. Faszinierend. Ich habe noch nie so einen Stein gesehen. Komm her, lass mich einen Blick darauf werfen. Unglaublich. Das muss ein unwahr seltener Fund sein. Du musst mich ein paar Experimente damit machen lassen. Ich muss mehr wissen. Das geht nicht. Oh, jetzt sei doch nicht so streng, ey. Zu teilen ist doch gut und haben sich deine Eltern das nicht beigebracht? Ich sag jetzt nicht, dass du es mit mir geben musst, aber ich will es mir ausleihen. Bist du bald mal fertig? Ja, ich kann es sehen. Das wird die größte Entdeckung des Jahrhunderts. Ah, ja. Diese Struktur. Oh Gott. Bau das Ding wieder zusammen. I come back later. Wir sind gerade erst rausgekommen. So, dann geben wir der Lieben mal ihr Geschenk. Da. Unserer liebsten Melanie ihr Geschenk geben. Und dann müssen wir noch nach Tabitha schauen, aber die ist noch nicht unterwegs. No. Die wird auch wahrscheinlich erst abends unterwegs sein. Die hat ja Geburtstag heute. Dun, 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 dun. Ich wollte eigentlich zur Schmiede. Und dann verkaufen wir erstmal die ganzen Erdbeeren, die wir gerade eingesackt haben. Oh, eine Bambus-Shoot. Hallo. Ach, brauche ich gar nicht. Weißt du, ich schmeiß die Erdbeeren hier rein. So, Moment. Bitteschön. Und dann noch die Erdbeeren. Obwohl, ich glaube, eine behalte ich mal übrig. Ich möchte gerne der Dame aus dem Restaurant ja auch noch was Schickes machen. No one there. Ach, sind die weiter oben wieder? Niemand ist da. Da ist sie ja. Hey du. Oh, hier ist eine Blume. Noch eine Tulip. Es wäre echt super, noch eine eins zu finden. Dann können wir die Quest doch noch machen. Eine Margarite. Bitteschön. Mama.
Nee, ich bin hier gerade. Hallo, hallo Tiger. Ja. So, hat das Ding denn jetzt zusammengebaut? Also diese Scheibe, dass wir sie jetzt einsetzen können? Oder was los hier? Hm? Was los? Nö, der hat das eine genommen. Toll! Er hat das obere Fragment genommen und hat das untere bei uns gelassen. Wunderbar. Dann soll das Ding zusammensetzen. Blöd, Mann. Da, 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 da. So. Das ist eine fröhliche Musik wie. Du, 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 du. Und jetzt. Oh! Was ist jetzt los? Ah! Du bist das, Adam. Verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Hey, was ist los? Ich, nun, ich habe mich nur noch ein paar medizinische Pflanzen umgesehen und naja, du kannst echt einige verschiedene Kräuter finden hier. Nun, es ist eine Art Hobby geworden, hier rumzulaufen und nach nutzvollen Kräutern Ausschau zu halten, weißt du? Wenn die Wellen so ruhig sind wie heute. Ah, es tut mir leid. Ich wollte eigentlich gar nicht mit mir selbst reden. Ich weiß, dass du gar nicht gefragt hast. Nein, ist doch alles in Ordnung. Ist interessant. Echt? Ah, du bist auch an medizinischen Pflanzen interessiert? Das ist wunderbar. Nun, wie du sehen kannst, ist es eine sehr, ja, zurückgebliebene Insel. Hört sich gut an. Wenn jemand hier krank werden könnte, dann würde es sehr schnell ernst werden. Und so habe ich gedacht, ich gehe mal ein bisschen rum und erwarte, dass alle gesundes Essen essen, um zu vermeiden, dass sie krank werden. Und zum Beispiel habe ich ein paar Rosmarie heute Morgen gesammelt. Also was Inflammation heißt, kann ich es nicht sagen, aber diese Pflanze kann die Blutzirkulation anregen. Kann das Acid Fuß Infekt auf. What? Es found that the probably can improve symptoms of mild. Ah, okay. Es ist auch herausgefunden worden, dass sie die Symptome von Alzheimer-Patienten, die mit Demenz zu tun haben, reduzieren kann. Es tut mir leid, ich wollte gar nicht so rumreden. Es ist so schwer aufzuhören, wenn ich anfange, über medizinische Pflanzen zu reden. Seems pretty complex. And try your cooking, don't they? Wirklich? Ich könnte manchmal für dich kochen, ja? Nun, ich übe sehr schwer, um ein Doktor zu werden. Weil ich möchte, dass jeder ein gesundes Leben führt. Denn ich denke, ein gesunder Körper ist der Grundstein für ein gesundes Leben. Für ein glückliches Leben. Und das ist, warum ich so hart studiere. Nun, ich wollte einfach mehr lernen, damit ich jeden anderen unterstützen kann. Oh Gott, was ist das denn? Adam, bist du in Ordnung? Dein Gesicht sieht so ein bisschen rosa aus. Oh nein, nein, nein. Hast du Fieber? Nein. Hat dich nur bewundert. Grrr. Friendzone. Weiß Bescheid. Friendzone. Nein, gib mir noch eine Tulip. A Tulip irre super Lupip. Lupip, Tulip, Lupip. Da komm schon, komm schon. Es ist ja schön, dass ich jetzt haufenweise Margariten noch finde, ja? Also ohne Frage, weil. Wie findest du denn ein Mushroom? Okay, sie mag's nicht. Nee, 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 nee. Was hast du denn gegen Mushrooms? Pizza sind toll. Hast doch gar keine Ahnung, Mädchen. Hm.
Tja, Leute, keine. Keine Tulip für uns. Das ist natürlich ein bisschen schade, aber was soll man machen? Der Erfinder ist da, das ist ja schön gut. Aber leider muss ich sagen, dass es nur in die Nase juckt. Und dass wir die Folge mal beenden sollten. Deswegen haut volle Kanne auf den Like-Button, um der Farm weiterhelfen zu können. Drückt auch den roten Knopf der Farmgöttin, damit sie eines Tages wieder erscheinen kann. Und alles, was ich jetzt tun werde, ist angeln gehen, um Geld zu sammeln. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.